Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gex 2 Enter the Gecko. Woohoo! Ja, heute geht's wieder in Space, Rocket Channel, Pain in the Asteroids, Pain in the Ass, ey. Ich hab schon mal im ersten Space Level komplett reingekackt und jetzt kommt der schwere. Das ist der letzte reguläre Level? Ne, nicht wirklich, es gibt nur ein extra Theme, was ihr noch nicht kennt. Kurz vorm Fallen, Boss. Finde Asteroiden, Warp-Tube reiten und 5 Power-Sets zerstören. Das klingt nach einem Plan, muss man damit anfangen. Das ist nämlich wieder so eine Sucherei, wo du überall hin musst, glaube ich. Damit fangen wir an. Erzähl du es mir. Der Unterschied zwischen der Zukunft und Las Vegas. Was sagst du für einen Blödsinn? Oh Gott, ich hab echt... Also, der hat mich ja so zerstört, der erste Level. Hier, der Weltraum-Level. Boah, ich hab so Angst, ne? Ich hab richtig Angst. Ah, hier ist wieder so ein Manta-Rochen. Der droppt nicht nur Luft, wenn man den tötet. Droppt der eigentlich auch was? Komm, stirb! Stirb! Oh, jetzt klebt er wie so ein Parasit an mir. Hilfe! Und saugt, glaube ich, die Luft aus. Ja, okay, er hat ein bisschen was gedroppt. Das ist gut. So Angst vor diesem Level. Ja, wie viele von euch gibt's hier? Mach kaputt, was dich kaputt macht. Engel, die Sendemasten, weil ARD-Rundfunkgebühren zu teuer sind. Oh Gott, komm her. Komm her, der scheiß Space-Rochen. Space-Rochen auf Doom. Die Air-Container sind halt Air-Container, geben wirklich nur Luft. Okay. Scheiß auf den. Ich will jetzt weiter mal. Wobei? Ja, sehr gut. Perfekt. Perfekt. So. Kamera ist immer nur auf manuell. Ich muss es auch noch so blöd betonen, ne? Ist die Musik so verstörend? Ach so! Die fallen runter. Sag das doch. So, sonst immer irgendwelche Lifts. Die einen irgendwo hin befördert haben. Wir haben nicht ein so ein Ding von nur so zerstören sollen. Ne? Das macht mir auch Sorgen. Wieder sehr intensiv. Oh, da ist so ein Ding. Gucken wir da hinkommen. Erstmal wieder Sauerstoff tanken, würde ich sagen. Das scheint irgendwie ein Fahrstuhl zu sein. Da möchte ich noch nicht rein. Wir sehen aus wie ein Stormtrooper. Das ist so geil, ey. Atmosphärisch und Gameplay-wise sind Level echt super, aber viel zu hart, finde ich, die Space-Level. Ah, das ist auch so geil. Von Gex 1, der Spruch. Kam da mal ein Speziallevel, ich mich recht entsinne. Okay, hier ist so ein Ding. Ich merke mir das mal. Ich hoffe, man kommt noch zurück. Ich gehe nämlich jetzt erstmal wider. Wider. Ja. Ein Teleport. Und möchte gern Jedi. Cool. Angriff der Jedi-Ritter, man kennt's, ne? Schön in Alien-Gestalt. Viel zu viele Wege. Schau wieder, was ist das denn? Ich gehe jetzt hier doch nochmal runter. Was das was war. Ist mir jetzt egal. Gott, meise, kannst du. Ich meine, wenn ich das schon gesehen habe, dann muss ich es auch einkollekten. Mann, der Scheiß. Die Luft geht mir eh aus. Soll ich das schaffen? Soll ich das schaffen? Die Luft! Das ist so bescheuert gemacht. Also auf geile Art und Weise bescheuert, ne? Versteht mich richtig. Halt, vor allem die Luft, die man so einkollektet, sind auch wirklich Luftblasen, wie ein Sonic-Unterwasser-Level. Das ist ein Sonic-Unterwasser-Level, nur halt nicht unter Wasser. Okay. Wir haben die Plattform. Die bringt uns hier hin. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Da ist mal wieder so ein Ding. Keks. What are you doing, sir? Okay. Yes!
Oh, Trunkenweiß sieht gut aus. Nur die 50 Roboter. Guten Tag, Herr Roboter. Gex. Also, manchmal weiß ich auch nicht. Bis jetzt komme ich besser klar als im ersten Space Level. Gut. Ich bin ehrlich. Ich spiele jetzt auch schon lange. Ich bin jetzt eingespielt, hoffe ich. What's this? Was ist das für ein Scheiß? Das ist so geil gemacht, ey. Können wir sagen, was ihr wollt? Die Idle Animation. Und einfach ein Lichtschwert raus. Okay, was wollen wir? Geht's denn noch nicht weiter, oder? Habe ich was verpasst? Oh, da sind da unsichtbare Plattformen. Zählt mir nichts, unsichtbare Plattformen. Von träumt ihr nachts? Ich probiere es mal, ich habe ja ein Safe State gemacht. Okay. Müssen wir wohl noch von woanders was aktivieren, I guess. Da weiß ich jetzt leider nicht, was die EntwicklerInnen von mir wollen. Was passiert hier, wenn durch dieses Portal springt? Aha! Das war schon mal gut. Und wieder der nervigste Gegner im gesamten Spiel. Seit wann ist R2-D2 so stark? Oh, hier ist die Silver Remote. Die ist ja richtig geschenkt. Hä, das ist ja richtig geschenkt. Das ist die versteckte. Einfach auf dem normalen Weg? Jeder Mensch guckt sich das doch hier an. Das Portal. Hä? Das finde ich jetzt aber blöd. Das war einfach geschenkt. Blöd. Manche Level ist halt sau schwer, manche nicht. Der Space Level ist leichter als der erste. Ich würde sagen, was soll ich? Bis jetzt. Gex. Oh, du Idiot. Du Idiot. Die Luft. Sehr gut. Back in business. Und jetzt haben wir den einen Weg, der irgendwie nicht funktioniert, und wir haben diesen Weg. Woher soll ich wissen, wo jetzt das fünfte Ding ist? Oh Gott. Alien Counter. Way of no return wäre ärgerlich. Das Ding ist, ich weiß, wie ich zurückkomme, ne? Indem ich mich umbringe. Ist also jetzt auch kein Drama. Kommt jetzt wieder die Ballettmusik. Da, 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 da. Da, 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 da. Nee, heute nicht. Heute klingt alles bedrohlich und destruktiv. Aufpassen, das Lichtschwert kann einen auch verletzen. Das. Ja, da ist es passiert. Das ist so dumm. Warum geht das? Roboter! Roboter, Roboter! Ich collecte Roboter. Meine Leidenschaft. Roboter collecten. Ist geil. Ich würde nur empfehlen. Collectet eure Roboter. Auf diesen einen verzichte ich, auf dieses einen Token. Kein Bock, gegen das Laserschwert anzutreten. Die macht es nicht mit Gex. So toll. Ich liebe es. Doch, der Level gefällt mir gerade. Fair enough. Kommt man da hoch? Ich weiß es halt jetzt echt nicht, ne? Probieren wir es. Es fehlt immer noch so ein Ding, wie gesagt. Ja, hier kann man hoch. Mal Luft. Okay, Gex. Oh Gott, Sven. Seid doch crazy, ey. Ihr seid doch komplett crazy. Guck mal, das Zeitlimit. Ich musste auf die Flammen warten.
Ich brauche meinen Stoff. Wow. Ihr seid doch komplett crazy. Das Problem ist, es bringt nichts, ne? Bin ich jetzt dann? Hey, muss ich mich hier gar nicht umbringen, oder was? Ich wollte mich nicht jetzt wirklich umbringen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, jetzt auch nicht, wie ich wieder zurückkomme. Geht das von hier? Geht nicht, ne? Nee. Ich kam nicht mehr zurück. Klasse. Gut, jetzt kriegen wir die Tokens immerhin voll. Ich brauche nur den fünften Kanister oder was ist das? Diese komische Energiekapsel. Wichtig. Ich brauche das. Jetzt haben wir schon angefangen. Jetzt sind wir so gut dabei. Aber ich weiß ja nicht, wie es da weitergeht bei diesem einen Platz. Ihr wisst, was ich meine, ne? It's Tale Time. Gut, die extra Remotes haben wir jetzt. Oh, la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 . Wupp, wupp. Wupp, wupp. Na, wo sind meine Sonic-Fans? Wupp, wupp. Komm her mit deinem Scheiß. Das sieht immer so knapp aus. Flop, 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 flop. Gut. So weit, so gut. Es gab noch diesen anderen Weg. Ich bezweifle aber, dass da beim Tod respawnen. Die wollt ihr mich verarschen. Okay, machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Nicht aufregen. Nicht ragen. In aller Ruhe nochmal holen. Okay, von wegen einfach umbringen. Das war dann doch nicht meine schlauste Idee, hä? Gut. Zwei von diesen Dingern waren hier. Ich erinnere mich. Oh, R2-D2. Ich bin nicht froh, dich wieder zu sehen, bin ich ehrlich. War hier noch was? Nee. Ja, jetzt sind wir ja schon wieder fast so weit, ne? Mit den Containern, sag ich mal. Und der letzte war nämlich da oben. Jetzt hat die Frau. Die sind alle so nah beieinander. Aber hier geht's halt nicht weiter, ne? Da habe ich irgendwas nicht geblickt. Muss ich mal schauen. Guck mal, wie schnell man die zusammen hat. 4 von 5. Das ist jetzt echt kein Drama. So, Safe State. Was wollen wir? Egal, was ich tue. Hier kommt halt nichts hin. Warum denn nicht? Was ist denn hiermit? Bin das nur ich, die das nicht versteht? Oder ist es wirklich so scheiße? So komplex. Das muss ich jetzt leider mal recherchieren. Tut mir leid. Oh mein Gott, Leute. Ich find's so doof manchmal. Ich weiß jetzt, wo es ist. Ich hab's im Internet nachgeschaut. Das zweite Mal, dass ich was nachgeschaut habe. Na gut, ist okay. Wirklich, ich kann damit leben, ne? Ich kann damit leben. Kann ich damit leben, jetzt zu sterben? Nein, das definitiv nicht. Also, Gags, Beine in Hand nehmen. Es hat was mit diesem Turm zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch. Oh Gott. Danke. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich habe gesagt, ah, da gehen wir noch nicht hin. Der Lift. Aber da müssen wir hin. Goddamn. Was soll ich denn wissen, dass es mit dieser Aufgabe zusammenhängt? Das ist doch gemein. Gut, hier muss jetzt das letzte Ding sein. Hallo. Hallo. Ich glaube, er hat die Luft getankt. Okay. Hier gibt es auch noch 1000 Tokens. Also Tokens. Ist nicht das Problem. Ja, hier ist tatsächlich das letzte. Und das bahnt den Weg, wo es nicht weiterging. Ah, guck an. Guck an. Jetzt möchte ich aber trotzdem gucken, was hier ist. Oder ist das ein anderer Auftrag? Ich weiß es tatsächlich nicht. Hehehe. Ja, epic fail. Ich will jetzt wissen, was hier ist.
ist das noch relevant oder ist das einfach Quatsch? Bin ich wieder R2D2? Was ist das denn für ein Müll hier? Hä, was ist das für ein Scheiß hier? Ist mal ernsthaft. Ich weiß, ich sterbe jetzt. Ist mir auch egal. Ist ein anderer Auftrag, ne? Na gut. Also. Das Ding hier holen. Und dann einfach zurück, I guess. Das heißt. Was habe ich jetzt gemacht? Kamera, please. Ich bin wieder wegen der Kamera gestorben. Ich weiß auch nicht, was das bringen soll. Dieser Lift. Bringt der einen wieder zurück oder was? Ich finde es auch geil, während der Katze erstmal Sauerstoff verliert. Das ist. Oh. Ja, kein Kommentar. Sehr fair gemacht. Hust, hust. Okay. Das wäre der erste gewesen. Normalerweise würde ich zuerst machen. Hinterher ist man immer schlauer. Na? Ja, Hauptsache wir schaffen es jetzt. Es ist verwirrender als das erste Space Level, aber einfacher bis jetzt. Bis jetzt finde ich echt einfacher. So, jetzt wollen wir aber mal hier rüber. Kamera, please. So. Jetzt. Ach, das war der Asteroid, was darstellen soll. Okay. Das Gute ist. Kamera? Kamera? Wie habe ich das geschafft? Warum ist der Sauerstofftank direkt vom Ziel, falls man backtracken möchte, wahrscheinlich. Ja, falls man backtracken möchte. Wie habe ich das geschafft mit der Kamera? So, jetzt zwischen Fail und Skill hier, der ganze Quatsch. Das ganze LP. Okay. Jetzt wissen wir auch, wo der Rest ist. Sollte eigentlich machbar sein. Zwar ehrlich. So zuerst. Den Quatsch wohl eben schon mal an, würde ich sagen. Find the Arct Asteroid. Ich glaube, das ist der Bereich unten. Den wollte ich jetzt auch nämlich machen. Bitte was? Hör auf, jeden Roboter zu reden. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine AIs und Roboter. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen das nicht. Gag so auf. Boah, die Kamera. Alter. Alter. Ich denke mir halt so, ach. Jetzt kennst du dich ja aus. Ist ja wie meine zweite Heimat hier, der Level. Das machst du easy, girl. Ich will nicht mal. Das ist abgespeichert, ne? Dieses Erfolgserlebnis da eben. Guck mal, was jetzt. Flop. Na komm. Ich will erst den Quatsch machen hier. Das, was ich auch ohne die Hilfe des Internets gefunden habe. Ja, das hätte man nicht nachschauen müssen. Wie gesagt, ich habe ja einmal gesagt, oh, der Lift. Mensch, der Lift. Der ist bestimmt ein Weg, der nichts mit unserer Aufgabe zu tun hat, ja, von wegen. So. Genau, jetzt müssen wir hier hin. Ja. Bex, möge die Macht mit dir sein, junger Padawan. Oh Gott, ey, so ein Quatsch. Es ist so geil, ich liebe das. Wenn man noch die Musik im Kopf, diese Ballettmusik. Daddy wants air! Daddy wants air! Daddy wants air! Daddy wants air! Ja, ja, dein Sugar Daddy vielleicht, Gags. Okay, hier hoch. Ich meine, wir waren ja schon mal fast da, falls ihr euch erinnert. So ein bisschen her. Aber wir waren schon mal fast da. Ja, genau. Wenn man keinen Lauf hat, ne? Wenn man keinen Lauf hat. Oh, das ist so blöd mit dem Sauerstoff. Scheiße. Jetzt auf Flamme warten. Seht ihr den Sauerstoff, der nicht vorhanden ist? Ja, es geht. Es geht, aber wenn man richtig Pech hat mit dem Timing, kennt ihr den Chinesen Timing? Wenn man sich mit dem verscherzt hat, dann wird das nix. Oh,
Seht ihr den Bereich? Ich weiß schon, wer unser Gegner ist. Nicht die Sprungpassage. Chimera. Warum diese triumphale Musik? Okay. Luft sieht noch gut aus. Okay. Die macht das mit mir und zack. Geil. War nicht einfach, aber wie gesagt, ich finde es leichter als das erste Space Level. Hat sie nicht gesagt. Team Rocket Channel. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Channel Z, da ist er, der feine Boss. Gleiches Icon wie in Gex 3. Gex, was war mit dir gerade los? It's tail time. Beziehungsweise in Gex 3 ist das gleiche Icon wie hier, wenn man ehrlich ist, ne? Das kam vorher. Ist einfach Reduce. Und scheinbar mochten die die Idee nicht mehr mit der Luft, weil in Gex 3 gab es sowas nicht. Ich finde das cool, aber es ist echt belastend. I knew Roswell would open up a casino. Wie halt die Sonic Wasser Level, ne? Okay. Die Teen nach Hause telefonieren. Flop, flop, flop. Gib mir Sauerstoff. Ich brauche meinen Stoff. Der ist so schön sauer. Und so weich, weil Stoff und so. Ich erzähle mir dann nur Quatsch. Ich das gleiche halt hier nochmal spielen muss. Was absolut fein ist, weil den Abschnitt gleich haben wir noch gar nicht richtig begutachtet. Bauernhöfe und UFOs. Das ist die Kombo. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausgedacht hat. Dass UFOs irgendwelche Kühe entführen. Frag Spyro, Enter the Dragonfly. Da muss man das sogar verhindern. Auf dem Bauernhof. Ja, wild, 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 Leute, aber so ist es halt. Käfergegner werden aber echt oft reused, ne? In der Computerwelt hier. In Space Käfern sind es wieder Bugs. Das ist schon krass. Hier soll ich jetzt einfach so lang. Ich brauche meinen sauren Stoff, ne? Das wisst ihr. Hier sind Schalter. Alter Falter. Ich brauche meinen sauren Stoff. So. Du bist kein wahrer Jedi-Ritter. Du bist eine Witzfigur. Komm. Let's go. Wo ist mein Taxi? Ich fahr Taxi. Tag und Nacht. Oh Gott. Anlauf. Anlauf und... Anlauf und... Oh Gott. Mehr Glück als Verstand. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh, du Blödmann wieder. Ich hasse ihn. Stärkster Gegner im Spiel. Gut, jetzt hat er sich selbst umgebracht. Stärkster Gegner im Spiel. Ich hasse ihn so sehr. Ne? Leute, irgendwie... Ah, da sind die Plattformen. Ich wollte sagen, da fehlt doch irgendwas. Kamera. 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 Irgendwie schafft er schon die Fernbedienung. Stimmt was nicht, Leute. Ey. You don't jump over, yeah. Warum kletterst du da? Das ist jetzt aber ein Bug. Nee, das ist eine Stahlplattform. Wir kommen doch nicht dahin. Das ist die absolute Verarsche. Wir kommen da noch nicht hin. Zur Fernbedienung. Wir müssen hier nur irgendeinen Quatsch machen. Oh Gott. Ich wurde verarscht. Von der Entwicklerin. Ich wurde verarscht. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Trollo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 l. Das erste Troll-Level der Videospielgeschichte. Hey, forget about. Oh, alles fällt runter. Hilfe. Och, nö. R2 fucking D2. Er ist so ein Arsch. You are unwise to lower your defenses. Aber wir sind schon am Ziel, oder was? Okay. Fair enough. Geiler Level. Viel besser als der erste Space-Level. Irgendwie. Fairer Gesetz mit der Luft und alles. Der war irgendwie fairer. Und das war der spätere Space Level. Witzig. We did it, we did it. Cooler Level. Echt? Hätte nicht sein müssen, dass ich da einmal nachgeschaut habe, aber. Tja. Was passiert, ist passiert, ne? Hä?
bin ich? Ich bin wieder hier. Hier geht's zu Res. Aber ich meine, hier, es fehlt noch eine Welt. Ist hier vor Res? Guck mal. Wie würden Sie die Gaming-Erfahrung von Gex 2 beschreiben? Ey Leute, nennt mir ein Spiel mit einer schlechteren Kamera als Gex 2. Richtig, ihr könnt es nicht. Es gibt kein schlechteres Spiel, was Kameraführung betrifft. Guckt euch das an, das ist ein Fest. Okay, da ist der Feind im Bosskampf. Boah, hier fliegt doch alles auseinander. Die Präsenz von Raz ist so krass. Der Witz ist, bevor es zum Final Boss geht, den ich natürlich nicht im übernächsten Part mache oder im nächsten, gibt es ein neues Level-Theme. Und zwar ist es Rhizopolis. Kennt man auch aus Gex 1, war da auch schon die letzte Welt. Gab es zwar noch die Special World, aber es war die letzte reguläre Welt. Und ja, das ist ein komplett neues Level-Theme mit einer geilen Atmosphäre. Das würde ich sehr gerne nochmal in der Aufnahmesession. Und da haben wir alle regulären Level des Spiels gelöst. Dann gibt es noch die Bonus-Level, die Extra-Level PS1 exklusiven. Und halt der Endboss. Und dann müssen wir zur N64-Version rüber swappen. Das wird wild. Oh Gott. Du musst jetzt das ganze Spiel nochmal spielen. Nee, ich zeige euch dann Cheatcode, wie man direkt alles hat. Dann gehen wir das letzte Level an. Auf jeden Fall Rhizopolis im nächsten Part. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!